YouTube, was geht ab? Hier ist euer Novi und ich begrüße euch hier auf meinem Channel. Schön, dass ihr wieder bei mir seid. Ich habe heute ein paar neue Themen für euch und zwar alles rund um die PlayStation 4. So, wir legen gleich mal los. Und zwar, ihr müsst euch vorstellen, jetzt im Ende des Monats Oktober wurde bekannt gegeben, dass die PlayStation 4 über 30 Millionen Mal verkauft wurde. Und Leute, das ist doch mal fett, oder? Und die haben sogar im Quartal, im dritten Quartal in diesem Jahr, das dritte Quartal geht vom 1. Juli, also Juli, bis zum 30. September, haben die 15,66 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Boah. Alter, was für eine Zahl. 15,66 Milliarden US-Dollar. Boah, what the fuck, Alter, leg mich am Arsch. Aber okay, warum eigentlich nicht, wenn Spaß macht? So, das nächste Thema, PSN-Account, Namen ändern. Ist derzeit nicht möglich, das weiß man ja schon, wird aber schon seit der PS3 gefordert, ist aber wie gesagt im Moment nicht möglich. Warum? Ja, das ist eine gute Frage. Es ist halt so, dass Sony zurzeit verschiedene Lösungen prüft und an verschiedenen Lösungen arbeitet und auch an der Umsetzung arbeitet. Aber das Ganze läuft halt nur im Hintergrund. Da gibt es also noch keine Testphase, noch keine Beta, noch kein gar nichts dafür. Es ist wirklich so, das läuft alles nur im Hintergrund und ob es wirklich kommt, das Ganze ist auf wackeligen Beinen, wenn ihr versteht, was ich meine. So, das nächste Thema ist, ach ja, genau, die Abwärtskompatibilität geplant, beteuert Sony, steht hier. Okay, das klingt ein bisschen doof, das ist ein bisschen doof vorgelesen, ich habe es ganz einfach kurz rausgenommen. Auf jeden Fall, es geht darum, ob die PlayStation 4 abwärtskompatibel ist. Und zwar jetzt im Juni oder was, im Juli war das, glaube ich, jetzt in diesem Jahr. Da hat, ich muss mal schnell gucken, wie dein guter Mann heißt, ja, Jim Ryan, Chef der europäischen PlayStation-Sparte, hat halt bekannt gegeben, dass es möglich ist, die PlayStation 4, also sprich auf der PlayStation 4, alte Spiele zu spielen. Klar ist es möglich, nur Sony will es nicht umsetzen. Nein, nein, ich schwör's euch, so steht es auch in dem Artikel drin, Sony plant keine Umsetzung, die haben kein Interesse an einer Umsetzung, für alte Spiele auf der PS4. Ist wirklich wahr. Während bei Xbox das so ist, dass am 12. November 2015 ein neues Update um die sogenannte New Xbox One Experience soll kommen, wo dann ermöglicht, dass man Xbox 360 Spiele auf der Xbox One abspielen kann. Krass, oder? Also bei Xbox One ist es möglich und bei Sony natürlich nicht, weil Sony es nicht will. Steht aber wirklich hier so geschrieben und alle Artikel hier vom PC Games kommen natürlich alle in das Video, könnt ihr alle nachlesen. So, dann müsst ihr euch noch was vorstellen. Sony befragt Konsolenbesitzer nach gewünschten Futures. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das gerade im Hintergrund rumjodelt, das ist der Chihuahua von meiner Schwester und der will seinen Teddybär. Nein, kein Witz, der will wirklich seinen Teddybär. Dann hat er scheinbar, nein, 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 er will nicht seinen Teddybär, er will zu meinem Hund, also zu meinem Sunny, zu meinem Pudel. Will er hoch auf die Couch und meiner ist am Pen und der Chihuahua steht vor der Couch, weil er so winzig klein ist, die Made, kommt natürlich die Couch nicht hoch und jetzt jodelt er rum und hört natürlich nicht auf. Hey, komm her. Ja, komm her zu mir. Geht gleich weiter. Hier ist er. Das ist die Holzsuße. Und die setzen wir mal einen Moment daher und dann ist gut. Dann beruhigt er sich. So, jetzt machen wir schon wieder weiter. Sony befragt Konsolenbesitzer nach gewünschten Futures für die Firmware 4.0. Nach verschiedenen Futures, damit ist auch gemeint, zum Beispiel unter anderem, jetzt wird's makaber, jetzt wird's richtig schräg. PS2 und PS1 Klassikspiele. Kein Scheiß, ich verarsche euch nicht, das steht tatsächlich, man sieht das Bild hier. Ich hau es in das Video, guckt es euch an, das ist echt ein Witz. Es geht auch um den Background für die PS4 und so Zeug, was natürlich echt nicht schlecht wäre, wenn man den endlich mal ändern könnte, und zwar mit einem eigenen Bild oder eigenen Sachen, die man hochladen könnte. Finde ich diese irgendwie hohn, gell? Finde ich irgendwie eine Frechheit, sowas, aber okay. Dann das nächste, stellt euch vor, es gibt eine PS4 und es gibt eine PS4. Was meine ich jetzt damit? Das ist ganz einfach, so wie ich sage, es gibt eine PS4 und es gibt eine PS4. Und zwar meine ich damit, es wird irgendwann mal vielleicht Unterschiede zwischen der einen PS4 und der anderen PS4 geben. Nein, 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 ich meine es nicht damit die Festplatte. Ich meine nicht damit das andere Netzgerät oder so ein Scheißdreck oder vielleicht meinetwegen die Größe der CPUs, wo sich irgendwas ändern soll. Nein, es ist wirklich so, dass es das eventuell in Planung ist, dass eine PS4 4.5 heißt die. PS4.5
8.5, PS4.5, genau. Ob das jetzt irgendwas Erfundenes ist von PC Games, dieses PS4.5, oder ob das vielleicht sogar schon so von Sony rüberkommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall schreiben die halt hier, dass es halt in intern geplant wird, eventuell an einer PS4 zu arbeiten. Also, dass sie an der PS4 arbeiten, mit neuer Grafikkarte, mit besseren Arbeitsspeicher oder was auch immer. Auf jeden Fall, sie wollen die PS4 der Zeit anpassen, wenn ihr versteht, was ich meine. Wiederum hat das nichts Schlichtes für uns zu bedeuten, die jetzt schon seit, ja, ich habe jetzt seit einem guten Jahr meine PS4, andere haben sie schon seit 2 Jahren die PS4. Ihr müsst euch also keine Sorgen machen wegen den Spielen und so. Es ist wirklich nur so, dass man halt dementsprechend für die neueren Generationen eventuell die Grafik, um die Grafik ein bisschen besser zu machen. Ich wiederum, mir ist es doch scheißegal, wie die Grafik ist. Ich fand das ehrlich gesagt sowieso eine riesen Frechheit. Klar, komischerweise auf der PlayStation war es besser, wie auf der Xbox One. Auf der Xbox One bei Star Wars Battlefront war das so, dass da mit 720 Pixel gearbeitet worden ist. Wiederum bei der Sony mit irgendwas mit 900. Leute, es ist mir doch scheißegal. Anstatt jetzt Full HD geht angeblich nicht, also die 1080 erreichen sie nicht. Mit der PS4 nicht, genauso wenig mit der Xbox One, überhaupt nicht. Und dann machen die Leute tatsächlich so ein Fass auf, da gibt's Videos, wo dann wirklich die Grafik vergleicht, Xbox One und PlayStation 4. Und oh, wie schlecht doch die Xbox One die Grafik wäre und so. Also Leute, es sind wirklich, ach komm, die Unterschiede sind ein Witz. Wenn man sich an sowas ergötzt, dann hat man doch noch nie wirklich ein Videospiel gezockt oder man spielt nicht. Man geilt sich nur an der Grafik auf. Leute, wenn ihr so drauf seid, dann geht doch einfach, ihr macht die Konsole aus oder den PC aus und geht einfach auf die Straße und guckt euch mal um und denkt ihr was, aber boah, Alter, wie viele Grafikkarten sind das, Alter, was so eine Grafik? Boah, Alter, voll real life. So ungefähr, oder? Es ist doch scheißegal, wie die Grafik ist, außer das Spiel macht Spaß. Ob es auf der Xbox One ist oder auf der PlayStation 4, das ist doch total kacke egal. Lasst doch den Scheiß bleiben, aber echt. In diesem Sinne, ich bin raus und muss jetzt mit den Hunden rausgehen. Wir sind jetzt gassig, gehen wir bis gleich 12 Uhr. Wird echt Zeit, dass die Hunde rauskommen. Also Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Schauen, fürs Zuschauen vom Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Like hier und ein Abo und nette Kommentare. Was meinst du? Nix? Nein? Okay. Oh Gott, da hat wieder Tränen in den Augen. Hunde, gell? Hunde. Also Leute, ich bin raus. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Ach, ihr habt ja gar nicht gesehen, sehe ich eben gerade erst, gell? Hier ist er. Der sitzt schon die ganze Zeit neben mir. Ja, ich gucke jetzt eben erst auf die Cam, weil ich eben die ganze Zeit die Website offen hatte. Guck mal da oben hier. Der hat einen Blick, der kann bös gucken, der kann richtig bös gucken. Hallo, ihr da draußen. Okay, ich mach nur Spaß. So, ist er wieder ohne. Aber wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen und ich bin jetzt aber raus, gell. Bis dann, euer Novi. Tschüss.